Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir haben genau in der letzten Folge hier beim Leuchtturm aufgehört. Da oben steht jetzt auch jemand, warum auch immer. Letztens war es nicht so. Wir werden uns jetzt um weitere Nebenaufgaben kümmern. Ich habe noch mal ein bisschen über die Karte drüber geschaut. Und da ist mir was aufgefallen. Wir haben hier unten noch einen unentdeckten Ort. Da gehen wir doch gleich mal hin. Also ab zum Lager der Überlebenden. Und da sind wir auch schon. Und da sich hier auch ein Fallensteller befindet, können wir gleich den Weg der Flamme verbessern. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Schnellfeuerwaffen. Brennöl, ja genau, das wollte ich verbessern. Eines Samurai würdig. Ach so, wir können nur die Kapazität erhöhen. Naja, gut. Nur das Beste für euch. Naja, wenn du das sagst. Ich sehe gerade, wir haben noch 266 Raubtierfälle. Mehr können wir, glaube ich, nicht verbessern. Ah, nee, nicht wirklich. Danke. So, dann geht's weiter. Ich muss mir jetzt aber noch den unentdeckten Ort markieren. Was könnte das sein? Entweder ist das ein Shinto-Schrein oder ein Leuchtturm. Würde ich jetzt glatt mal drauf tippen. Das ist da hinten. Keine Ahnung, warum wir das beim letzten Mal, als wir hier mal waren, nicht aufgedeckt hatten. Ich weiß es nicht. Oha, was fliegt denn da? Ah, ein Adler. Naja, das bedeutet, hier sind Mongolen in der Nähe, da drüben sind sie auch schon. Und ja, da hinten, das ist eine Säule der Ehre. Den ersten schieße ich gleich mal weg von den Mongolen. Den Adler hätte ich auch getroffen. Den anderen da hinten, ja, den scheint das nicht zu interessieren, den brauchen wir jetzt auch nicht herausfordern. So, das sollte ausreichen. Der andere hatte noch Vorräte für uns. Das Pferd rennt auch weg. Wahrscheinlich rennt es ins Wasser. Ja, genau. Ja, gute Frage, warum wir das beim letzten Mal nicht aufgedeckt hatten. Ich habe mich hier vorne an der Küste auch, glaube ich, gar nicht so wirklich umgeschaut. Nehmen wir noch ein paar Blümchen mit. Das Vögelchen ist auch schon wieder da. Es gibt aber auch wirklich eine Menge Säule der Ehren. Hätte ich ja nicht gedacht. Mal schauen, was finden wir diesmal für ein Schwertkit? Glaube des Kriegers, vertraue auf deine Waffen, glaube an dich selbst. Ah ja. Wir behalten erstmal das, was wir haben. Das geht eigentlich. So, ich hoffe, jetzt gibt es hier keinen weiteren unentdeckten Ort mehr. Ich schaue nochmal drüber. Aber ich glaube, wir haben alles. Wir können natürlich im nördlichen Teil noch was aufdecken. Aber Stück für Stück. Ja, hier ist kein Fragezeichen mehr. Okay. Dann würde ich sagen, könnten wir theoretisch jetzt noch zum ehemaligen Lager von General Dokshin gehen und dann hier auch noch die weiteren unentdeckten Orte aufdecken. Und dann könnten wir eigentlich eine Quest annehmen. Machen wir erstmal eins nach dem anderen. Gehen wir zum Lager des Generals. Da sind wir auch schon mal wieder. War die Schnellreise richtig schnell. Und ich muss mir natürlich auch noch richtig schnell die unentdeckten Orte markieren. Es kann sich ja jetzt nur noch um Fuchsbauten, Shinto-Schreine oder eine heiße Quelle handeln. Denn die Bambusstände haben wir ja alle schon aufgedeckt. Ich mach das doch mal mit dem Pferdchen. Da fällt mir gerade ein, wir könnten theoretisch uns auch mal bald jetzt einen neuen Sattel aneignen. Der Mönch müsste eigentlich schon zwei weitere neue Sattel für uns parat haben.
Echt jetzt? Der unentdeckte Ort ist der Legendenerzähler? Oh. Ja, Tatsache. Ja. Gut, dann gehen wir da hin. Ja, wo kann ich denn jetzt langreiten? Wo kann ich hin? Wo kann ich hin? Da hinten ist das Lager, oder? Reicht es aus, wenn ich hier rumreite? Ah ja, nicht so wirklich. Ich muss wahrscheinlich um diesen Berg hier rumreiten. Oh, ein Reh oder ein Hirsch. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, wieder richtig. Mal gucken. Ja, Legendenerzähler. Da hatte ich ja schon was zugesagt. Ich habe diesen Legendenmodus noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob das online nur geht. Da können wir irgendwelche Ränge, glaube ich, uns aneignen. Und ja, weiß nicht. Vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus. Wow, was war das? Ein Türchen? So. Ah, das Pöckchen ist da. Na, muss ich da hoch? Oder kann ich hier rum? Also, ja, der Vogel will, glaube ich, dass ich da hochgehe. Ich versuche mal rumzureiten. Säule der Ehre. Aha, ja, gut, das war ja schon fast erahnbar. Was haben wir hier? Oh, das sieht aber auch heftig aus. Tanuki-Schweif, die erste Wahl für wilde und unberechenbare Klingen. Ja, das Schwert hat's auf jeden Fall warm. Was zum Geier ist das da? Was ist denn das? Ach so, das ist der Yugaku-Berg. Hm, ja. Gut, da waren wir ja. Da haben wir das ja mit der Brennöl-Katana-Klinge bekommen. So. Pferdchen wieder rufen. Was ist das da hinten? Da ist ein Schrein. Sieht auf jeden Fall danach aus. Aber das ist ja nicht der unentdeckte Ort, oder? Da reite ich doch glatt mal hin. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht aufgedeckt. Zwei Schreine fehlen ja noch. Hier ist wieder so eine Gedenkstätte. Ah, eine zirpende Grille. 15 von 20. Ja gut, wie komme ich aber zum Schrein? Ach so, hier ist ein Weg. Habe ich nicht gesehen. Den Schrein da hinten haben wir noch nicht aufgedeckt, das weiß ich. Also schnell hin da. Ho ho ho, nicht das Schlimm da runterfällt. Wie heißt der Schrein? Oha. Kämpfen wir! Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur Herausforderungen gesehen. Was hat da schon wieder vorne in der Kamera rumgewackelt? Also, wenn eins wirklich beschissen gemacht ist, dann sind es die Kameraperspektiven bei diesen Herausforderungen. Der eine da hinten rennt weg, ja. Ich lasse ihn mal gewähren. Dich lasse ich aber nicht gewähren. So, wir sind beim Schneespitzenschrein. Na denn, ab da rein. Oder hoch, in dem Fall. So, wo ist jetzt der Weg? Da oben geht's weiter. Ich muss erstmal hier hoch, wa? Ah, erstmal hier durch. Wenn ich jetzt hier abspringen würde, glaube ich.
Ne, wir müssen erstmal hier durch. Denn hier hoch und dann können wir uns darüber schwingen. Oder etwa nicht? Doch. So geht das. Nein! Ja, so geht das schon mal nicht. War doch zu hoch. Scheiße. Ja gut, dann weiß ich, wo der Weg ist. Hier. Das sah einfach zu verlockend aus. Ich habe eben gehofft, ja, okay, das ist alles so toll dicht beieinander. Vielleicht dauert das gar nicht so lange, wenn ich das jetzt hier schon wieder sehe. Da ahne ich doch Schlimmes. Könnte ein Weilchen dauern. Jetzt kommen wir darüber. Und da müssen wir auch rüber. Na gut. Schwing dich ja richtig, Jin. Nicht, dass du hier schon wieder abschmierst. Obwohl, ja, gut, das eine Mal eben. Das war ja meine Schuld. Ja, und nu? Ach, darüber. Das sind Vorräte. Und jetzt müssen wir hier wieder durchkriechen. Kurioserweise sagt Jin jetzt nicht, dass ihm kalt ist. Wo wir uns den Weg der Flamme angeeignet hatten. Ja, da hat er ständig darüber gemeckert. Mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Ah ja. Komme ich da? Ach so, hier kann ich lang, okay. Halte ich ja fest. Das war auch schon wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht, wenn er schlechte Laune hat, dann hält er sich da nicht fest. Ich glaube, er hat auch gerade überlegt. Sicher mich mir nicht, aber es sah so aus. Jawohl, wir sind oben. Ging ja dann doch schneller als gedacht. Was ist das denn da hinten? So, Ligusterholz. So, dann ehren wir den Schrein. Was haben wir diesmal? Talisman von Takemiki Katsushi. Talisman des Schwertkamis. Das Töten eines Gegners erhöht ein paar Sekunden lang den Nahkampfschaden geringfügig. Und ja, damit ist der Talisman auch schon raus, wenn da geringfügig steht. In Ordnung, wir sind wieder draußen. Was machen wir jetzt? Ach so, ja, wir wollten ja zu diesem einen unentdeckten Ort. Ich glaube, der letzte Leuchtturm, der ist irgendwo hier vorne. Der kann nur da sein. Und wir reiten jetzt auf jeden Fall zum unentdeckten Ort. Sofern wir unterwegs nicht wieder irgendwas anderes finden. Ich kann mich vage daran erinnern, dass ich vor ein paar Minuten gesagt habe, ja, wir machen eine Quest. Könnte sein, dass wir das nicht machen. Oder dass wieder was dazwischen kommt. Ist hier nicht dieser Gedenkfriede? Vielleicht finden wir doch noch eine zirpende Gründung. Oder bin ich hier schon lang geritten? Manchmal komme ich echt durcheinander. Hey, 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 das Pferdchen kommt da hoch. Da bin ich ja erstaunt. Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich kam von da oben. Na, war ich hier schon? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ja, da waren wir schon. Genau, wir sind nur da vorne runtergeritten. Den Weg hier vorne habe ich gar nicht gesehen. Über Stock und Stein. So. Da unten ist schon wieder so ein Torbogen. Und Mongolen sind da auch. Was ist das denn da hinten? Ah, die haben eine Geißel. Den muss ich helfen. Oder der Geißel in dem Fall. Kämpfen wir! Die hat bestimmt brauchbare Informationen. Nur los. Die können ja länger im Schnee warten, aber ich kann mir das nicht erlauben. Jin wird einfach zu schnell kalt. Ich sollte wirklich ab und an mal bei Duellen meine Klappe halten, oder? So, Digga. Oder in den Rücken für dich. Die Frau ist in Nöten, Jin. Wir müssen uns beeilen. Und Löckchen haut hier noch einen raus. Ja. Ich bin gleich da. Betonung liegt auf gleich. Warum ist das Pferd tot? War ich das? War ich das etwa? Ja, die Frau sitzt im Schnee. Tja, Jin, guck dir das an. Von der kannst du dir wirklich noch was abgucken. Die friert nicht. Stillhalten. Fürst Sakai, ihr habt meinen Dank. Geht. Gebt auf euch Acht. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Ja, schade. Keine Informationen. Wirklich sehr schade. Aber was zum Geier ist das da hinten? Ich bin, glaube ich, in der Gegend hier auch noch nicht lang geritten. Das da hinten sieht einfach zu verlockend aus. Das muss ich mir anschauen. Aber ich habe nicht gehofft, die hat Informationen. Oh nein, nicht schon wieder patrouillierende Mongolen. Erstmal schieße ich den da hinten weg. Dann den hier vorne. Und dann den da. Die gucken sich auch nicht so wirklich um, merke ich gerade. Den ist das wirklich völlig egal. Ach, guck mal an. Ja. Was denn, du kannst mich vom Pferd aus erwischen und ich dich nicht, oder wie? Wir sollen der Scheiß. Verdammt, ich glaube, ich habe dem Pferd voll eine verpasst. Ah ja, gut, es ist noch da. Naja, gut. Auf geht's. Ich muss mich da hinten einfach umschauen. Was zum Henker ist das? Ich wette, da finden wir noch einen Sashimono-Banner. Oha, Vögelchen ist da. Sag ich doch. Ich bin schon selber das Vögelchen. Ich habe schon ein Auge für solche Orte. Da hinten gibt es irgendwas. Die Frage ist nur was. Oh, viele Vögel. Ein Sashimono-Banner ist, ne? Ja, das war einfach zu offensichtlich. Aber das hier ist auch ein unentdeckter Ort. Yogaku-Haiku. Oh. Na gut, dann hauen wir mal wieder ein paar Strophen raus. Über Stärke sinnieren. Wir hauen wieder irgendwelche Strophen zusammen. Ja, wo kann ich denn jetzt hier was aussuchen? Ach, da oben. Langsam beeindruckt. Geist erinnert die Lehren. Das Ende in Sicht.
Sag das mal bitte nicht so laut mit dem Ende in Sicht. Stirnband der Stärke. Welche Farben? Naja, gut. Sieht ganz nett aus. So, hätten wir auch das schon mal aufgedeckt. Und den Banner natürlich auch gleich mitgenommen. Die einzelnen Banner sind wirklich schwer zu finden. Hätte ich ja nicht gedacht. Es muss ja noch 35 oder 34 Stück, glaube ich, geben. Das ist wirklich heftig. So, da oben war das Haiku. Und wir wollten ja eigentlich dahin. Ich würde fast schon sagen, ich könnte meinen Arsch darauf verwetten, dass dieser unentdeckte Ort hundertprozentig ein Fuchsbau sein wird. Davon müssen wir ja auch noch 5 aufdecken. Aber wir können uns ja hier ein wenig noch an der Küste aufhalten und hier lang reiten. Ich glaube, wir finden hier noch was. Aber ich muss mich hier oben auf dem Weg halten. Wenn denn hier auch mal ein Weg war. Wo ist denn der Weg? Der Weg ist das Ziel. Ja. Oh, Mongol. Reiten wir vorbei. Hier war doch irgendwo der Weg. Ah ja, da ist der Weg. Und da muss ich auf jeden Fall hier mich ein wenig umschauen. Da werden wir bestimmt noch was finden. Da unten ist ein Wildschwein, glaube ich, gewesen. Was ist das hier? Oh, Mongolen. Stellt euch und kämpft! Hat der Dicke gerade eine Büsche gepinkelt? Sah so aus. Quatsch nicht, Genghis Khan. Greif an. Ich würde echt zu gerne wissen, was sie immer sagen. Da hätten sie wirklich Untertitel einblenden können. Auch wenn es nur kurze Untertitel wären. Oha, der hat mich fast erwischt. Gebt mir all eure Vorräte. 9-mal Stahl. Oha! Ein Fuchsbau. 100 pro. Sag ich doch. Führe mich zum Schrein. Der wird wahrscheinlich hinten da oben auf dem Berg irgendwo sein. So weit, wie der immer weg ist. Ist schon heftig. Meine Güte, was? Herausfordernd? Nee. Ich kann jetzt nicht. Ich suche einen Schrein. Tja, ich sollte wahrscheinlich am Anfang einer Folge nicht immer so eine große Klappe haben und sagen, wir machen dies, wir machen das, wir machen eine Quest und nachher machen wir gar keine Quest. Jedenfalls nicht gleich zu Beginn. Ich bitte dies zu entschuldigen. Aber ich möchte ja auch noch die ganzen Sachen hier aufdecken. Und wenn ich dann halt was finde, ja, dann schaue ich mir das natürlich auch an. Und ich sollte echt recht behalten, der Schrein ist auf dem Berg. Tja, Füchselein. Ach so, du kommst da so rüber und ich darf hier rüber. Mhm. So, es gibt nur noch 4 Schreine. Erstmal wieder runterkommen hier, wa? Dafür hätten sie aber auch was einbauen können. Ach, da unten waren die Mongolen. Aber warum? Echt jetzt? Da ist ein Bär.
Jetzt ist er umgefallen. Warum zum Teufel stehen die hier einfach nur rum? Achso, okay, ja, du stehst nicht rum. Jungs. Ah, das waren alle. Raubtierfälle. Bitte was? Oh nein. Naja. Was hast du denn da bitte schön zwischen den Blättern gemacht? Ich bin gerade an dem vorbeigelaufen und der Volltrottel sieht mich nicht. Irgendwann hat er mich gesehen, aber relativ spät. So, das war ein Fuchsbau. Hier können wir dann alles noch aufdecken. Ja, wenn ich ehrlich bin, würde ich ganz gerne dann hier mich noch umschauen. Aber das können wir dann demnächst auch verbinden, wenn wir nach Izumi gehen. Ich denke mal, dass wir dann das hier auch noch alles aufdecken. Hier gibt es ja auch noch was. Hier wird es bestimmt noch eine Säule der Ehre geben. Wahrscheinlich hier unten. Oder ich würde mal fast drauf tippen, der letzte Shinto-Schrein oder Leuchtturm ist sogar hier. Ja, irgendwie so. Und hier wird dann auch noch was sein. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück zum Yugaku-Tempel und beginnen eine Quest. Denn wir haben ja diese mongolischen Rüstungsteile. Und damit gibt es ja eine Quest. Und die würde ich jetzt ganz gerne mal starten. Sakai, wir müssen reden. Ja, ich weiß, Ishikawa. Du wartest die ganze Zeit wirklich sehr beharrlich darauf, dass wir endlich mit dir reden. Aber ich kann dir versichern, es wird nicht in dieser Folge sein. Wo ist denn der Mann? Hier war doch ein Mann, der eine Quest hatte. Letztens war er noch hier. Der stand hier vorne. Wir sind verloren. Sag sowas nicht. Welche Hoffnung bleibt? Was haben wir hier? Vorräte. Ihr übertreibt aber. Hä, wo ist denn der? Genau. Wir sahen es. Dem Kahn angemessen, das war die Quest. Ach, jetzt steht er auf einmal da hinten. Letztens stand er aber noch hier an der Ecke. Jetzt ist er da. Warum auch immer. Helft mir, mein Herr. Die Mongolen haben meinen Meister gezwungen, für Khotun Khan höchstpersönlich eine Rüstung zu schmieden. Euer Meister ist gerecht. Ich habe seine Rüstung gefunden. Danke, mein Herr. Es wäre ihm eine Ehre, wenn ihr sie tragt. Lasst sie mich nur für euch anpassen. Oh mein Gott. Dem Khan angemessen. Das ging ja schnell aufgrund dessen, dass wir auch in den letzten Folgen halt diverse mongolische Rüstungsteile bekommen haben. Maske des Eroberers, getragen von hochrangigen mongolischen Kriegern und Anführern. Aha. Ich sag euch gleich, ich werde das nicht anziehen. Das kommt nicht in die Tüte. Was würde mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Er würde sagen, hast du nicht mal Latten am Zaun, Jin? Warum trägst du denn so einen Scheiß? Was haben wir denn hier? Mongolenhelm getragen von mongolischen Soldaten. Ja, das haben wir eigentlich alles schon gesehen. Brauche ich mir, glaube ich, nicht näher angucken. Rüstung eines mongolischen Kommandanten. Eine Rüstung, die speziell angefertigt wurde, um von Khotun Khan selbst getragen zu werden. Jetzt verstehe ich, was er auch meinte mit anpassen, denn Khotun Khan ist ja auch ein bisschen fülliger. Und sie zwängen uns wieder diese Rüstung auf. Das hasse ich manchmal. So, jetzt kann ich meine ganze Rüstung wieder tauschen? Ja, was hatte ich jetzt für einen Stirnband drin? Ja, das weiß keiner, ne? Das ist doch echt nicht wahr. Stirnband der Harmonie hatte ich, weiß ich noch. Meine Güte, das finde ich auch echt doof gemacht. Wo ist es denn da? Und dann habe ich noch so eine beschissene Maske drin. Ganz genau, bin ich hier auf dem Maskenball oder wie? Wo ist mein Diebestuch? Und dann möchte ich auch die Sakai-Clan-Rüstung wieder haben. Meine Fresse. Ist ja toll, dass wir eine neue Rüstung kriegen, aber das hätte man anders machen können. So muss ich ja jedes Mal das tauschen, wenn ich das nicht haben möchte, ja? Finde ich echt doof. So, was haben wir noch? Die Hauptgeschichte.
Dann das mit Ishikawa, was wir jetzt natürlich nicht in dieser Folge machen. Wir werden uns jetzt mal zu dieser Stadt begeben. Die können wir auch auf jeden Fall noch aufdecken. Hier unten haben wir noch eine Geschichte mit Norio. Das ist auch schon die vorletzte. Ach du Scheiße, das ist jetzt aber weit weg. Wir müssen reden. Ja, aber nicht jetzt, Meister. Ishikawa, bitte nerve mich nicht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir in diesem neuen Dorf auch noch eine Quest bekommen. Wenn es jetzt wieder so abläuft wie von oder wie bei der Mühle von Sago, Dennis, was ist los? Hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Wir reiten jetzt auch einfach querfeldein, um ein paar Mongolen aus dem Weg zu gehen. Was ist das hier? Ein Anwesen oder was? Was zum Geier? Aber hier war ich schon mal, oder? Kann es sein, dass ich hier schon mal war? Ich bete mal davor. So wie die Frau das macht. Kann man mal machen, habe ich mir eben gedacht. Was zur Hölle ist das hier für ein Anwesen? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. So viel steht fest. Ah, hier scheint auch nichts zu sein, wa? Zentas Berggehöft. Würde mich nicht mal wundern, wenn hier gleich wieder ein Vögelchen rumfliegt. Naja, egal. Das schauen wir uns jetzt nicht näher an. Versuche mich hier noch ein bisschen umzusehen. Vielleicht entdecken wir ja noch was. Ansonsten folge ich auf jeden Fall weiter dem Wind. Ach du meine Güte. Das ist die Siedlung. Da hinten steht aber ein großes Schiff. Und da hinten ist auch der letzte Leuchtturm. Habe ich schon gesehen. Und da sind Mongolen. Die halten jemanden gefangen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Hier bin ich! Ach du Scheiße, die Geisel ist geflüchtet. Nein, ich brauche Infos. Ach nee, jetzt ist auf einmal wieder da. Eben ist er aber gelaufen, habe ich gesehen. Spinne ich rum und greife an. Nur los. Das waren doch nur drei, oder? Ob ich mich als Gluton Khan hätte verkleiden sollen? Oh. Ja, das habe ich gesehen. Ich auch. Tja, Plan kam ja irgendwie gerade. Ob ich mich als Gluton Khan hätte mal verkleiden müssen? Falle ich dann auf? Kann ich mich dann quasi in die Lager schleichen? Das wär's ja noch. Alles wird wieder gut. Ich dachte, ich sterbe hier. Ihr seid sicher. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Ist das nicht die Frau von vorhin? Kommt mir irgendwie bekannt vor. So, dann ab in die Siedlung und dann auch am besten gleich zum Leuchtturm, oder? Oder sollte ich zuerst zum Leuchtturm? Warum ist denn das Tor zu? Da komme ich nicht rein. Warnung, du betrittst ein Gebiet mit überwältigender Gegnerpräsenz. Echt jetzt? Hilfe, die schießen auf mich. Ich muss hier weg. Aber ich muss auch da hinten rüber. Ich reite nur vorbei, ja? Ach du Scheiße. Ey, ich hab doch Entschlossenheit. Okay, das war's. Nee, das war's doch noch nicht. Jetzt war's das. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr.
Da muss ich, glaube ich, für eine Quest hin. Naja, gut. Nichtsdestotrotz, ich möchte auf jeden Fall erstmal zum Leuchtturm. Denn in das Dorf können wir ja nicht. Ein Gebiet mit überwältigender Gegnerpräsenz, ja. Das hat man ja ganz schön lange nicht mehr. Soweit ich mich erinnern kann, war das nur am Anfang des Spiels, wo wir das mal hatten. Ich wollte ja nur vorbeireiten, nicht mal das darf ich. Also, die haben echt Top-Bogenschützen. Wie die mich da auseinandergenommen haben, echt heftig. Na ja gut, dann reiten wir halt rum oder schleichen uns dran vorbei in dem Fall, ist mir auch egal. Auf zum Leuchtturm! Der, wie wir jetzt wissen, nicht so wirklich die Karte aufdeckt. Vögelchen! Wo führst du mich hin? Steinmetzdorf. Da das kein unentdeckter Ort ist, würde ich mal drauf tippen, dass wir hier ein Accessoire oder so finden. Sag ich doch, Rache des Skeletts, eine dunkle Erinnerung an den Tod, der überall lauert. Nee. Nein. Oh, hier trauert eine Frau. Aber mit der kann ich nicht reden. Hier kann ich noch rein. Mehr als Vorräte werden hier aber auch nicht sein. Na, können wir eigentlich direkt wieder weiter. Ach du Scheiße, da hinten war ein Mongole. Schnell weg. Wenn der nur halb so stark ist wie die Bogenschützen, die mich da auseinandergenommen haben, dann, ja, dann sehe ich keine Sonne. Oh, ein Bär. Hallo? Gib mir deine Raubtierfelle. Wo war denn jetzt der Leuchtturm? Ich habe ihn gar nicht markiert, fällt mir auf. Aber der fällt ja auch auf in der Landschaft. Er muss irgendwo da hinten sein. Meine Güte, was ist das für ein Dorf da hinten? Das wird wahrscheinlich mit der Hauptgeschichte noch zu tun haben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wow, Mongol. Ist egal. Was denn? Kann ich euch nicht? Jungs, was ist denn hier los? Dann kann ich euch nicht herausfordern. Habe ich euch verängstigt? Den einen hier vorne anscheinend schon. Und der andere, ja, der sucht auch das weiter. Ist das immer noch die Siedlung? Nee, nee. Das ist was anderes hier vorne, glaube ich. Also ein anderer Teil. Ist, ja, ist auch ein Fischerdorf, so wie es ausschaut. Wenn ich da näher reinrenne, wird da ein Name eingeblendet. Aha. Ja gut, aber das ist ja... Ja, okay, das ist das. Aber da kann ich doch nicht rein. Es wurde mir vor ein paar Minuten verwehrt. Ich sehe jetzt hier vorne auch nicht so wirklich Leute. Wenn denn, dann nur normale Leute. Ja, ich denke mal, das gehört zur Hauptgeschichte. Darum kümmern wir uns dann ein andermal. Wir decken jetzt auf jeden Fall erstmal den Leuchtturm auf. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu erkunden und die beiden Questen mit Ishikawa und Norio. Aber den Zahn kann ich euch jetzt schon mal ziehen. Das mit Norio und Ishikawa machen wir nicht in dieser Folge. Das gehe ich in den nächsten Folgen an. Oha, hier sind Zelte der Mongolen. Aber keine Mongolen. Wie kommt denn das?
Wo sind die Jungs denn hin? Waren das die, die ich da gerade fertig gemacht hatte? Davon ist ja die Hälfte weggelaufen. Jetzt, wo ich das sehe mit den ganzen Materialien, ich muss mal gucken, was ich so an Materialien überhaupt habe. So, 500 mal Holz, 500 mal Eibenholz, 13 mal Ligusterholz, 5 mal Gold, 220 Stahl, 500 Eisen, 500 Leim, 410 Leder, 33 mal Seide. Und hier sind die Raubtierfelle, die Blumen und die Vorräte. Ja, das ist dann doch schon eine ganze Menge. Hat mich einfach mal interessiert. Seide bekommen wir ja auch relativ selten. Das brauchen wir auch gar nicht so häufig. Ich glaube, das gab es immer nur durch irgendwelche Questen. Aber in letzter Zeit haben wir das gar nicht mehr bekommen. Da hinten ist noch ein Zelt. Da muss ich rein. Eine Windglocke, ja. Mal her damit. Oh, das waren sogar 4 Windglocken in dem Fall. Keine Artefakte. Wundert mich. Warum sind hier keine Leute? Das ist kurios. Ich kann ja hier oben auch langlaufen, also von daher... Normalerweise hätten hier auch Leute sein müssen. Vielleicht haben die gerade irgendwie eine Teambesprechung oder sind gerade zur Mittagspause, weiß ich nicht. Ah, mongolisches Artefakt, das habe ich gesucht. 41 von 50 haben wir schon mal. Milchtopf, aufgrund ihrer nomadischen... Weidekultur zählen die Mongolen Milchprodukte und verschiedene Fleischarten basierend auf den Viehherden und mit denen sie reisen zu ihren Hauptnahrungsmitteln. Dennoch trinken Mongolen seltene Rohmilch. Stattdessen fermentieren sie sie, um alkoholische Getränke, Quark, Joghurt und Ayrak herzustellen. Ja. Aber wir haben schon relativ viele Artefakte gefunden. Finde ich auch immer toll. Ist wie Geschichtsunterricht für mich. Wo war denn jetzt der Eingang? Ach so, da. Tja, wer Augen im Kopf hat, ist komplett im Vorteil, ne? Wie kann man das übersehen? Aber das ist definitiv jetzt auch hier der letzte Leuchtturm. Dann haben wir alle im Spiel aufgedeckt. Hier nach außen will. Ja, da kriegen wir bestimmt eine Belohnung, wenn wir das jetzt machen. Hallo? Sag jetzt nicht. Nicht abgeschlossen. Ja. Toll. Ich kann das auch gerade nicht abschließen. Warum? Das hat doch 100 Pro mit Izumi zu tun. Ich kann es nicht abschließen. Keine Ahnung, wieso. Ey, ist das buggy jetzt oder was? Das kotzt mich an. Jetzt sind wir hier einmal bei dem beschissenen Leuchtturm. Und dann kann ich das nicht abschließen. Deshalb sind ja auch keine Mongolen. Ja gut, das muss storybasierend sein. Okay. Und das hier können wir uns dann wahrscheinlich auch nicht angucken. Oder jedenfalls diesen Teil hier nicht. Das hier hingegen schon. Da wird es 100 Pro noch eine Säule der Ehre, Fuchsbau und sowas geben. Und eine heiße Quelle wird hier auch noch irgendwo rumschwirren. Naja gut. Ja, und dann können wir eigentlich wieder zurück nach Yugaku. Sakai, wir müssen reden. Ja, und das werden wir auch wirklich bald machen, Ishikawa, denn ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die Questen mit Ishikawa. Und mal gucken, was wir dann noch machen können. Ja, so wirkliche tolle Optionen oder vielfältige Optionen bleiben uns ja nicht mehr.
Hier kommen wir, wie gesagt, dann erst später rein. Ich gehe mal ganz stark davon aus, da es hier nicht so wirklich mal eine Burg oder sowas gibt, dass Kutunkan hier sein wird. Aber sicher bin ich mir halt nicht. Aber wegen diesem großen Schiff, was da vor Anker lag, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es so sein wird. Aber warum wir diesen Yogaku-Leuchtturm nicht abschließen konnten, ich weiß es nicht. Naja, das wird schon noch gehen. Wie dem auch sei, wir sind erstmal am Ende dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Nebenquesten. Wahrscheinlich dann von Ishikawa, wie ich bereits sagte. Und wenn ihr möchtet und das wissen wollt, was da so abgeht, dann schaltet auch zur nächsten Folge ein. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge von Ghost of Tsushima. Ihr seid ein Samurai. Gebunden an unseren Kodex. Wir leben, kämpfen und sterben ehrenvoll. Weicht ihr von dem Pfad ab? Was wird aus euch werden? Ein Sturm zieht auf. Jin! Jin! Na los, Jin!